So, liebe Fußballfreunde, da ist wieder euer Fritz Meloni. Eben gerade noch den neuen Fußball-Smeloni-Fußball-Talk abgedreht mit dem Check von FC Bayern. Dann habe ich mir mal eure Kommentare angeschaut. Da war jetzt einer bei meinem letzten Let's Play drin. Ich sollte Trainer von Hertha werden. Tja, Trainer von Hertha. Tja, schauen wir uns erstmal noch die Saisonziele an. Da sind wir überall noch drin. In Gent haben wir das letzte Spiel 2:3 gewonnen. Das war auswärts. Jetzt kommen die Genter zu uns. Normalerweise dürften wir da kein Problem mit haben. So, die nächsten Spiele hier, also Gent, Hoffenheim. Dann kommt das Viertelfinale der Meisterliga, also wenn wir da weiterkommen sollten. Jetzt sind wir ja im Achtelfinale. Dann kommt Hertha, ja. Jetzt will ich aber mal gerne diesen Tipp, so könnte man ihn ja bezeichnen, mal aufnehmen, ob das tatsächlich stimmt mit der Hertha. Sie sind einer der Kandidaten. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob sich das jetzt auf die Mannschaft wieder auswirkt. Kann möglich sein. Ich habe es jetzt mal riskiert. Bis jetzt ist noch nichts passiert. Ja gut, aber wir müssen ja mal gucken. Es muss ja ein bisschen was passieren. Ich habe jetzt mal diesen Ratschlag einfach mal aufgenommen, weil Berlin wäre schon für mich ein interessanter Verein. Großes Stadion, traditionsreiches Stadion. Anders wie hier in Rostock. So, hier sehen wir jetzt aber den Weg von Gent gegen Dynamo Moskau 3:0. Verloren im Hinspiel. Hä? Ach, das war die Gruppenphase. Da haben sie verloren, tatsächlich. Dann haben sie 1:1 gespielt. Dann haben sie gegen Mailand gewonnen. Dann haben sie im Rückspiel gegen Mailand gewonnen. Gegen Dynamo Moskau haben sie verloren. Und gegen Celtic Glasgow haben sie auch verloren. Aber sind trotzdem ins Achtelfinale gekommen. Na, immerhin. Bei uns war das ein bisschen anders. Wir haben Rom ziemlich deutlich geschlagen mit 3:1. Haben dann Paris Saint-Germain geschlagen. Dann haben wir Arsenal London geschlagen. Im zweiten Spiel Arsenal noch höher geschlagen. Dann wieder Rom geschlagen. Also wir sind ziemlich glatt durch, sodass wir eigentlich der Favorit sind für die Partie. Aber jetzt müssen einige Spieler rausgenommen werden, die nicht genehmigt sind für den europäischen Wettbewerb. Das ist nun mal leider Fakt. Da müssen wir jetzt wieder Süle und Mustafi in die Innenverteidigung nehmen. Und Bender muss dann den Part von Khedira übernehmen, der sich jetzt wieder ins Team reingespielt hat. Und links würde ich jetzt gerne Borswick Jackson starten sehen. So, Debray kommt wieder rein. Mahnstein kommt rein. Und leider fehlt uns einer. Das heißt, wir müssen tatsächlich aus der zweiten Mannschaft uns nochmal bedienen. Da ja der gute Fierro auch nicht freigestellt ist. Jetzt müssen wir uns vom linken Mittelfeld einen vielleicht besorgen. Oder wir nehmen Prinz Boateng. Ja, wir nehmen Prinz Boateng. Ganz klar. So, der kommt wieder hoch. Dauerhaft. Das ist so. De Vrij kommt natürlich als Kapitän wieder rein. Tja, und so werden wir jetzt gegen Gent spielen. Wir müssen jetzt keinen weiteren Spieler von unten hochholen. So, den guten... Ja, den nehmen wir auf jeden Fall in Sonderbewachung. Das übernimmt hier Bender. Sorry für mein Geräusper.
Und jetzt wollen wir natürlich noch eine Prämie ausloben. Sagen wir mal 22,5. Das ist ein bisschen wenig, ne? Da machen wir schon mal 30.000. Aber 30,5, komm. Gönnen wir dem Spiel mal was. Ich würde sagen, gehen wir rein ins Spiel. Und viel Spaß, auf geht's. Ja, herzlich willkommen hier in unserer Arena und heute KAA Gent zu Gast, die wir im Hinspiel zu Hause in Gent 3:2 geschlagen hatten. Das sah in der ersten Halbzeit sehr dominant aus damals von meiner Mannschaft, allerdings in der zweiten kam dann Gent stärker zurück, wie uns das lieb war. Und genau davor habe ich die Mannschaft gewarnt. Ich habe ihr vor dem Spiel gesagt, die sind gefährlich, sie sollen aufpassen. Und es ging auch ganz schön ruppig zu, meine ich, so wie es jetzt auch gerade eben der Fall war. Wenn alles normal läuft, gewinnen wir das Ding hier und kommen an die nächste Runde, was eigentlich unser Ziel ist. Aber man muss aufpassen bei solchen Gegnern. Katz mit Fehlpass. Süle, der einen Aufwärtstrend hat. Und das war Ahrens, die alte Drecksau, wie ich immer so schön sage. Deswegen Drecksau, weil er ist halt ein abgewichster Hund. Und da ist er nochmal. Aber der Torwart Areola hat hier keine Mühe, den Ball zu halten. Ein guter Start. Da ist Patrick Weihrauch. Bleibt hängen, aber hat den Ball wieder. Oh! Und da ist Mustafi. Schön. Suarez. Oh, weia, wenn das kein Abseits ist. Es ist kein Abseits. Jetzt wird es gefährlich. Jetzt ist Reimann gefordert. Aber der hat die Ruhe. Habt ihr das gesehen? Wie cool, wie abgewichst der Bursche mittlerweile ist. Fängt den Ball, als wenn das im Training gewesen wäre. Und Ahrens wieder. Holt hier einen Freistoß raus. Und es gibt sogar eine gelbe Karte. Für Jonathan Verfort. Ist ja ein Dribbelkönig der Ahrens. Und das kommt ihnen hierbei zugute, deswegen hat er diesen Freistoß rausgeholt. Und das ist Marcos. Haut den Ball natürlich mit aller Urgewalt in die Mauer rein. Wieder Ahrens. Und jetzt Gent. Und Mustafi ist da. Bender weit vorne jetzt. Weihrauch verliert den Ball. Suarez setzt nach. Wieder auf Weihrauch. Ja, das sah schon ganz gut aus. Aufmerksam hinten in der Abwehr und Schmitz. Suarez gleich weitergeleitet auf Ahrens, der gleich weiter auf Patrick. Das war ein schnelles Spiel von meinen Spielern. One Touch, wie man so schön sagt. Und Borswick kriegt hier den Ball abgenommen, aber es gibt auch einen Freistoß für ihn. Und das macht Marcos. Halbe Stunde jetzt gespielt.
Und Arens. Nein, Suarez. Suarez macht das Tor. Denis Suarez. Nicht Suarez, sondern Suarez oder Suarez. Somit führen wir 7:2. Das ist ja die Arithmetik so ein bisschen. Tore auswärts zählen in dem Fall doppelt für uns. Und Gent hat ja noch keins hier gegen uns geschossen. Wir müssten jetzt schon 3 Tore schießen. 4 Tore müssten sie schießen. Das halte ich eigentlich für unwahrscheinlich. Schön von Schmitz. Balleroberung, Arendt, Fehlpass. Oh, das war ein schöner Pass. Das ist kein Abseits. Auf vor. Der gleich wieder auf Kipu und Aaron, sag ich schon. Reimann. Aufpassen. De Vrij. Wieder im Team, hat sich wieder erholt von seiner Sperre. Und Suarez. Und das ist Abseits. Wir haben gleich Halbzeit. Noch 2 Minuten. Was nehmen wir mit aus der ersten Halbzeit? Meine Mannschaft eigentlich noch nicht 100% der Favoritenrolle gerecht geworden, aber gut angelegtes Spiel nach vorne. Stürmer sind immer wieder gefährlich. Auch die offensiven Mittelfeldspieler zeigen sich hier gut. Abwehrverbund steht sicher hinten. Das ist so ein bisschen so das, was man als Fazit der ersten Halbzeit nehmen kann. Es gab Chancen für Gent, aber die haben sie dann kläglich liegen lassen, sodass wir völlig entspannt in die Halbzeit gehen können, zumal ja Gent 4 Tore schießen müsste, um weiterzukommen. Halte ich für sehr unwahrscheinlich. Oh, 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 was war das? Ach, der Ball war im Aus. Ich dachte schon, Elfmeter. Mal laufen lassen, da wollen wir jetzt nichts groß reden. Die Mannschaft ist im Fluss, auf geht's. Gent macht hier nicht den allerstärksten Eindruck. Abseitsfalle funktioniert. Es passiert nicht allzu viel auf Genter Seite hier. Stürmer recht harmlos heute. Schöner Zwischengang von Schmitz. Der wird von Woche zu Woche stärker. Arends jetzt im Strafraum. Wieder sehr eigensinnig von ihm, das kennen wir aber. Das darf er auch. Und Suarez. Weihrauch. Verliert den Ball. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Aha,
Gent gleicht aus. 1:1. Ich denke, wir bringen jetzt mal einen erfahrenen Mann rein. Und zwar Kevin Prince Boateng. Der soll jetzt mal so ein bisschen das Spiel ordnen. Und vorne im Sturm kriegt jetzt Ricardo für Arendt seine Chance. Hat ja, glaube ich, jetzt einen Einsatz gehabt. Hat da eine schöne Vorlage gegeben auf Niguez, der da gegen Bremen das 1:1 schoss, und das hat mir gefallen von dem jungen Mann. Das soll er heute wieder machen. Er muss sich irgendwie die Tore schießen, er kann sich auch vorbereiten. Aber noch ist nichts gefährlich. Insgesamt führen wir noch hier, auch wenn es jetzt 1:1 steht. Und Kevin Prince-Boateng hat jetzt mal wieder die Möglichkeit zu zeigen, ob wir da noch einen guten Mann haben mit 33 Jahren oder ob er tatsächlich langsam aufs Abstellgleis kommt. Das kann er uns zeigen, verkaufen können wir ihn nicht mehr. Ich habe ihm nahegelegt, am Ende der Saison aufzuhören, das will er aber nicht. Das hat er mir schon bestätigt. Verliert den Zweikampf. Und Gent. Aber Marcos ist da. Starker Zweikampf von Mustafi. Weihrauch sieht Ricardo starten. Das ist aber abseits. Ja. Wir bringen noch einen Spieler. Und zwar bringen wir Kai Mahnstein für Schmitz. Mahnstein schon länger nicht mehr groß im Einsatz gewesen. Muss auch Spielpraxis bekommen. Abseits. Da ist er, der Mahnstein für Schmitz. Der gut gespielt hat, muss man sagen, aber dem noch so ein klein wenig die Kraft fehlt. Nächste Abseitsposition, also die Genter kommen mit der Abseitsfalle nicht zurecht, tapsen da immer wieder rein. Ja, schön gespielt jetzt von meiner Mannschaft. Weihrauch jetzt mit viel Platz. Und da ist Ricardo. Der verliert allerdings den Zweikampf. Da fehlt ihm noch an Zweikampfhärte. Aber das muss er bei uns lernen. Dann kann er ein Großer werden. Oh, schöner Pass auf Ricardo, aber der dürfte abseits sein. Nein, der Torwart geht dazwischen. Oh, 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 und da ist es passiert. 2:1 für Gent. Jetzt müssen wir aufpassen. Vom Ergebnis steht es jetzt 8:6. Also beim nächsten Tor von Gent. Dann wäre Gent weiter sogar, weil die dann mit einem Tor mehr Unterschied gewonnen hätten. Also wir müssen aufpassen. Ach nee, beim nächsten Tor von Gent. Ja doch, aber jetzt, ach, abseits. Das könnte eine knappe Kiste werden. Was nützt mir jetzt hier das Rechnen?
Wir müssen konzentriert bleiben. Sieben Minuten noch. Das macht diese Genter Mannschaft so gefährlich, dass sie immer noch mal kommen können. Das ist abseits. Also, beim 3-2-1 für Gent wäre Gent weiter, meine ich. Wir müssen aufpassen. Uiuiui. Ah, schön gespielt auf Ricarda. Ricarda. Der sieht Weihrauch vorne. Und das gibt nochmal eine Ecke, das gibt auch nochmal Zeit. Gent wechselt aus. Roman Boucher kommt für Claudio. Und wir erwarten die Ecke von Marcos. In den Rückraum gespielt. Aber da steht ein Genter und kein Rostocker. Jetzt aufpassen, nur kein Konter einfangen. Eieieiei, da ist noch Mustafi. Ach, da hinten stehen ja auch noch welche. Sehr gut. Gott sei Dank abseits. Uiuiuiui. Da hat Boateng noch versucht, sich reinzuhängen. Aber der Pass war nicht zu verhindern, aber es war abseits. Und das ist das Gute. Wir sind weiter, wenn er jetzt abpfeift. Er pfeift noch nicht ab. Oh, 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 oh. Nochmal Gent, nochmal gefährlich. Da hinten lauert ein Stürmer. Boah, aufpassen. Was gibt's jetzt? Stürmerfoul muss das gewesen sein. Tief durchatmen. 3 Minuten sollen nachgespielt werden. Da ist Bender. Auf Prinz Boateng. Was macht der? Nimmt außen Borswick Jackson mit. Und der ist eigentlich schnell, der Borswick. Und dann marschiert er schon. In der Mitte lauern Ricardo. Und da ist er! Und er macht das Ding. Sein erstes Tor für die erste Mannschaft, für die Profimannschaft. Und da lässt er sich die Schuhe putzen, der junge Mann. Ah, dass das kann, hat er ja in der zweiten Mannschaft bewiesen. Dass das jetzt auch in der ersten kann, dann auch international, das macht er richtig stark. Das macht er richtig stark. Und da ist das Spiel vorbei und wir sehen uns gleich bei der Verlosung für die nächste Runde. Ja, hier sind wir beim Nachbringen. Das freut mich natürlich für Ricardo, dass er hier sogar das Tor erzielt. Und dadurch sind wir weiter und jetzt bin ich gespannt. Bei der Auslosung, Viertelfinale, es ist noch Bayern drin im Pott, es ist Schalke im Pott, es ist Man U im Pott, Atletico Madrid, Juventus, die alte Dame Juventus, Newcastle United und Real Madrid. Da kannst du dir keinen Wunschgegner mehr holen, weil das ist alles Hardcore, Hardcore-Material. Da sind wir auch krasse Außenseiter, würde ich sagen. Man U zu Hause. Gegen uns. Man U ging an. Oh, Leute. Real Madrid gegen Bayern. Das wäre der Kracher, der nächste Kracher. Gegen Newcastle. Na, da ist Madrid Favorit. Bayern München zu Hause. Fang zu Hause an. Gegen Atletico Madrid. Ja, da gibt es viel in der Vergangenheit. Und Juve gegen Schalke, das sind die Partien. Also jede Partie ein Knaller, würde ich sagen. Wir gegen Manchester United. Meine Güte, das wird so, so spannend. Gut, aber jetzt gibt es erstmal wieder Geld in die Kasse, denke ich mir. Und wir müssen dann jetzt nach... Ne, wir bleiben zu Hause gegen Hoffenheim, gegen den Tabellenletzten. Da können wir... Ja... Sollen wir da rotieren? Das ist schwierig, ne? Das haben wir ja alles schon gehabt und dann ist es schiefgegangen. So, Wickham macht hier 3 Tore. Den müssen wir auf jeden Fall loben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sich diese Anfrage bei Hertha, ob sich das irgendwie aus
lässt Zusatzbudget 3,3 Millionen. Würde gerne noch hier in dieser Folge die Website mitnehmen. Mal schauen, was da steht. Aber schön, dass Connor Wickham, sag ich, wollte ich sagen. Dennis Zuber ist jetzt noch stärker. Ja, der scheint hier dem guten Prinz Boateng den Rang abzulaufen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob sich das jetzt hier auf die Mannschaft ausgewirkt hat, diese Anfrage. Bis jetzt nicht. Das ist schon mal gut. Man darf nur nicht übertreiben, denke ich mir. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Hertha darauf reagiert, ne? Also bis jetzt nicht. Gucken wir mal auf die Website. International steht da was von uns hier? Nee. Schade. Okay, dann würde ich sagen, tschüss und goodbye. Bis zum nächsten Mal.